Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Kuppa, ich hol dich hier raus. Ich glaube, du überlebst. Der Skarabäus nahm dir die Zunge. Aber wir können einander helfen. Hakuf sagte mir, dass du dem Skarabäus auf der Spur warst. Hilf mir, und ich sorge dafür, dass er stirbt. Wow. Her! Ich muss Sephetus Bogenschützen in Sais ausschalten. Sie sind seine Augen. Sucht nicht hier nach Trost! Macht euch auf den Weg in das sagenumwobene Letopolis! Letopolis ist ein wahrgewordener Traum, eine neue Heimat, errichtet durch eure eigenen Hände. Der Weg ist, weiß Gott, nicht ohne Gefahren. Großvater! Geht's dir gut? Ist er verletzt? Verprügelt, verletzt und durstig. Die Soldaten waren nicht gerade freundlich zu ihm, doch er wird es überstehen. Wo ist dein Vater, Kawab? Wir müssen das besprechen. Vater ist fort, bei seinem großen Werk. Mutter, Großvater ist verletzt. Die Soldaten hielten ihn wieder für einen Bettler. Vater, was hast du jetzt wieder getan? Er suchte nach dem Skarabäus. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und dafür beschütze ich eure Familie. Das ist nur ein Märchen. Das weiß doch jeder. Er will, dass du das liest. D-
Der Skarabäus zieht Soldaten bei der Stadt Letopolis zusammen. Bei den Göttern. Da ist auch mein Ehemann. Die Stadt, die in der Wüste versank? Es ist Vaters Schicksal, sie auszugraben. Wir ziehen schon bald zu ihm. Stimmt's, Mutter? Ja. Mein Gatte Taharka schuftet dort schon seit Monaten. Er kennt einfach jeden. Er kann dir sicher helfen. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Das mache ich gern, Kawab. Ich sollte diesen Servus finden und sehen, was er über Sefetu weiß. Ob er mit dem Skarabäus in Verbindung steht. Ich höre mich bei den Händlern um. Mal sehen, wer ihm wohlgesinnt ist. Innocent.